Hallo und herzlich willkommen hier in der Zwergenfestung zum allerersten Lernvideo der Reihe Slaves to Armok, God of Blood, Chapter 2 oder ganz kurz und einfach Dwarf Fortress. Viele haben sicher schon von Dwarf Fortress gehört, andere gegebenenfalls noch nicht. Daher hier eine kurze Zusammenfassung, was Dwarf Fortress überhaupt ist, was euch erwartet, woher ihr es bekommt und wie ihr am besten startet. Ich bin Markus und direkt nach dem Intro geht's los. Tja, Dwarf Fortress ist nicht nur ein einfaches, kostenlos spielbares Spiel für zwischendurch, sondern die Simulation eines wachsenden Zwergenvolkes. Einer zufallsgenerierten Welt mit hunderte Jahre alter, simulierter Geschichte und mit allem, was dazugehört. Graben, Aufbauen von Strukturen bis hin zu einer ganzen Industrie, die zum Großteil am für Zwerge typischen Bergbau hängen. Und selbstverständlich Kampf und Alkohol. Der Spaß liegt bei dem Spiel übrigens im Verlieren. Also auch laut der beiden Entwicklerbrüder. Losing is fun. Das heißt, im Grunde geht es um das Entwickeln immer besserer Strategien und darum, sich immer größeren und neuen Herausforderungen zu stellen. Denn wirklich nichts ist langweiliger als ein Spiel, bei dem man ausschließlich gewinnt und nichts mehr passiert, was einem den Tag verderben kann. Ein weiteres besonderes Merkmal liegt in der Story. Also nicht in der Vorgeschichte zu Dwarf Fortress, sondern dass jeder einzelne Zwerg seine eigene Lebensgeschichte hat. Und ebenfalls die zufälligen Weißt-du-was-mir-passiert-ist-Stories, die dann während des Spielverlaufs entstehen und die man anschließend immer wieder gern seinen Freunden erzählt. Anhand dessen, dass jeder Zwerg seine eigene Lebensgeschichte mitbringt, lässt sich auch schon etwas heraushören. Und zwar die unglaubliche Komplexität und Tiefe des Spiels. Tatsächlich hat es eine wirklich sehr steile Lernkurve und die Entwickler machen den Einstieg mit der mitgelieferten Grafik auch nicht unbedingt gerade leicht. Die originale ASCII-Grafik, bekannt aus DOS-Games aus den 80er Jahren oder so, täuscht auch sehr darüber hinweg, was das Spiel eigentlich für Anforderungen an den PC stellt. Je nach Einstellung und Spielzeit kommt da auch schon so manch moderner PC heftig ins Schwitzen. Also ich selber bin auch noch lange kein Experte, daher würde ich mich eher als einen fortgeschrittenen Anfänger bezeichnen zum Beispiel. Ich habe aber dennoch nach einigen Wochen Einarbeitungszeit, denn so muss man es wirklich eigentlich nennen, zumindest so sehr Spaß an dem Spiel gefunden, dass ich ihm einen eigenen YouTube-Kanal widmen möchte, in dem ich verschiedenste Praktiken und Tipps erkläre und besonders Einsteigern versuche, den Einstieg etwas zu erleichtern. So, aber jetzt genug gequatscht und mal schnell zum Start. Ich möchte in diesen wie auch den folgenden Tutorial-Videos schließlich möglichst schnell auf den Punkt kommen. Daher seht das einmal als einmalige Einleitung das Thema an. Deutlich leichter machen könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal den Einstieg mit dem Dwarf Fortress Starter Pack. Auch als Peridexis Errant Starter Pack oder Lazy Noob Pack bekannt. Hier ist alles enthalten, was ihr für einen einfachen Start braucht. Ich habe es euch mal direkt hier unter dem Video verlinkt. Und ihr müsst es nur noch herunterladen, entpacken und könnt anschließend direkt ohne Installation einfach starten. In diesem Tool könnt ihr zum Beispiel weitergehende Konfigurationen festlegen, wie zum Beispiel, wie groß eure Population werden kann oder ob es Wetter gibt und viele weitere Dinge. Und auch die ursprüngliche ASCII-Grafik kann auf ein sogenanntes Tileset geändert werden. Von der ASCII-Grafik mal abgesehen, ist das natürlich zum großen Teil Geschmackssache. Ich bleibe trotzdem erstmal beim Tileset Wettlinger 32X, was ich optisch schon ziemlich ansprechend finde. Darüber hinaus gibt es noch Zusatztools, die parallel zum Spiel gestartet werden, welche euch das Spielgeschehen in 3D darstellen, euren Zwergen den richtigen Job zuweisen oder ganz einfach andere Musik abspielen sollen. Zu den Tools kommen wir aber erst in den späteren Videos, da das jetzt schon viel zu weit in die Tiefe gehen würde. Das Schöne am Starter Pack ist allein, man ruft es auf und legt einfach los, ohne irgendwelche weiteren Einstellungen. Das ist also schon mal kein Problem. Apropos Musik, falls euch die Standardmusik im Spiel nach einiger Zeit etwas auf den Nerv gehen sollte, weil es halt eben nur ein einziges Lied ist, was ständig im Loop läuft, dann hätte ich für euch eine Playlist hier in YouTube vorbereitet, in der unzählige Stunden an Musik vorhanden sind, die meines Erachtens ganz gut zum mittelalterlichen Flair von Dwarf Fortress passt. Ein kleiner Hinweis zum Schluss. Wenn ihr mal etwas nicht verstehen solltet, und ich garantiere euch, dass jeder und
häufig vor der Situation stehen wird. Eure erste Anlaufstelle ist das Dwarf Fortress Wiki. Das habe ich euch hier unten auch im YouTube-Video verlinkt. Problem ist hier nur, ihr könnt Tage, wenn nicht Wochen oder Monate mit Lesen verbringen und müsst es danach nicht immer zwangsläufig auch verstanden haben. Neben der Tatsache, dass das ganze Wiki natürlich in Englisch gehalten ist. Das war für mich ein Grund, hier einige Dinge für euch möglichst kurz und prägnant, soweit das eben möglich ist, zurechtzulegen. Habt ihr sonst noch Fragen, Ideen, Anregungen? Schreibt sie doch bitte unten in die Kommentare unter dem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, denkt doch bitte an den Daumen nach oben und am besten auch das Abonnieren. Denn beides ist für mich hier bei YouTube einfach immens wichtig. Im nächsten Video geht es dann um die ersten Schritte im Spiel. Das heißt, eine Welt zu erschaffen und einen geeigneten Platz zum Siedeln zu finden. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei sein würdet. Also, macht's gut!